Herzlich willkommen zu meinem Interview mit Michael Allgeier. Wer kennt ihn nicht? Er ist Astrologe, Buchautor, Verleger, hat eine eigene Astrologieschule und er kommt aus einer Astrologiefamilie. Dazu sprechen wir gleich noch etwas mehr im Detail. Unser Thema ist ja heute astrologische Beratung. Was kann sie leisten? Wo sind ihre Grenzen? Und kann man möglicherweise die große Liebe, den Tod, die Krankheit, den großen Lottogewinn im Horoskop erblicken? Herzlich willkommen, Michael Allgeier. Hallo Hendrik, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das sind ja heute heftige Themen, große Themen. Die Menschen, die uns zuschauen oder zuhören, wollen immer wissen, was ist im Jahr drauf oder im übernächsten Jahr. Und du kennst es selbst, die kommen zu dir in die Beratung und wollen natürlich oftmals zu den großen Themen etwas wissen. Und heute sprechen wir mit dir genau darüber, was Astrologie in den Beratungen so parat hält. Erstmal, bevor wir anfangen, ich frage jeden, der hier sitzt, jede, was ist denn dein astrologisches Verständnis? Also was sind denn die Sterne für dich und wo du jetzt hier mit den Sternen bist in diesem Leben? Oh, also ich mache seit 35 Jahren Astrologie und da kann ich jetzt gar nicht so viel erzählen, wie ich jetzt erzählen müsste, aber Astrologie ist mein Lebensinhalt. Und ich schaue jetzt nicht jeden Tag die ganze Zeit in die Sterne, bin aber permanent damit beschäftigt, mit Horoskopen, mit diesen Energien. Ich beobachte sie am Himmel. Und ich glaube, dass man als Astrologe auch eine Zeit braucht, um Nachhaltigkeit zu schaffen, um Dinge zu erfahren, weil Astrologie ist ja die älteste Wissenschaft der Menschheit und eine Erfahrungswissenschaft. Also man hat immer den Himmel beobachtet und hat dann rückgeschlossen auf das, was auf der Erde passiert. Und irgendwo müssen wir das alles im Schnelldurchgang selber auch durchmachen als Astrologen. Das weißt du auch, Hendrik. Also die eigenen Erfahrungen tagtäglich, das zu beobachten alles, das ist einfach eine wahnsinnige Essenz. Und es ist immer wieder ein Wunder, wie Astrologie funktioniert. Und für mich hat das was sehr Mystisches, also was sehr Erhebendes, eigentlich auch was fast Religiöses, ja. Naja, also wenn ich den Stern immer geglaubt hätte, hätte ich mir, wie soll ich sagen, einigen Schaden bewahren können. Ich weiß noch, ich habe vor 25 Jahren mal ein kleines Geschäft gegründet und ich bin noch zu einer Astrologin gegangen, einer befreundeten Astrologin, und sagte, wie sieht's aus? Und sagte, mach's auf keinen Fall, du wirst alles verlieren. Du wirst alles verlieren. Und ja. So war es dann. Wir haben, also ich und ein Geschäftspartner haben dann innerhalb von einem Tag alles verloren. Ja, also. Aber manchmal gehört es ja auch zum eigenen Weg und manchmal braucht man noch diese Erfahrung. Und das ist halt immer so, ja, man muss selber frei bleiben und entscheiden dürfen. Also ich treffe manchmal auch Entscheidungen, so aus meinem Gefühl heraus, wo ich merke, jetzt bin ich bei mir und ich fühle das genau richtig und schaue mir dann erst hinterher die Sterne an und werde da eigentlich meistens drin bestätigt. Ja. Ja, das kenne ich gut. Also es ist auch wichtig, dass man über die Astrologie zu sich selbst und zu seinem eigenen Gefühl findet. Das muss immer oben anstehen, finde ich. Ja. Gehen wir doch mal in Medias Res, so eine Beratung. Also was kommen denn für Leute zu dir? Alles, aus jeder Schicht. Vom Richter, vom Psychologen, von der Bäuerin. Alle Menschen kommen zur Astrologie natürlich auch mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Das ist ganz klar. Also wir brauchen auch die Empathie und wir müssen überhaupt erstmal einen Menschen verstehen, bevor wir uns auf sein Horoskop stürzen können und das mit ihm in Verbindung bringen. Ja. Also da hat sich sicherlich das Bild des Astrologen, der Astrologin auch geändert in den letzten 5 bis 10 oder 15 Jahren. Das heißt mehr Coaching. Das heißt, da sind ja Coaching-Anteile drin, Verständnis, Empathie. Wie kann ich der Person nutzvoll auf ihrem Weg? Ja, es haben sich auch die Erwartungen geändert einfach. Ja? Also du weißt es ja selbst, früher hat man nur Astrologie gemacht. Ich meine, ich mache es jetzt 35 Jahre professionell und klar, es ist immer noch empirisch, pragmatisch. Manche kommen zu dir und fragen, wann kommt jetzt endlich mehr Geld? Wann kann ich mehr Geld verdienen? Oder wie kann ich mehr Geld verdienen? Aber dann gibt es so Menschen, die sagen, warum klappt es bei mir nie? Warum kann ich mich nicht verwirklichen heute?
wo liegen meine Blockaden? Und insofern hat sich das Bewusstsein der Menschen weiterentwickelt, weil sie an den Kern der Dinge vorgehen wollen und wissen, dass die Astrologie nicht nur oberflächlich beantworten kann. Ja. Also die Frage haben wir jetzt schon mal vom Buffet runtergenommen. Es liegen noch ein paar andere schöne Fragen auf dem Buffet der astrologischen Deutungskunst. Wie zum Beispiel, ist denn die große Liebe im Horoskop zu sehen oder vorherbestimmt, sodass man sagen kann, Mensch, in dem Jahr, da wirst du sie finden, den oder diejenige, die dich vollends glücklich macht? Naja, das ist auch so eine schwierige Sache. Also das Schöne ist, was man im Horoskop tatsächlich sehen kann, ist, was man für einen Typ von Mensch anzieht, was man als Mann für einen Typ von Frau begehrt, als Frau für einen Typ von Mann und was man braucht für seine Entwicklung, um zu wachsen, was die ideale Ergänzung für einen, von einem ist. Ja. Aszendent liegt ja das Ich, Aszendent liegt ja das Du gegenüber und da kann man genau sehen, was für einen Typ von Mensch einen ergänzen würde. Und wie man auch geprägt ist, wie sein Verhältnis zu Frauen beziehungsweise zu Männern ist, ja, das alles kann man am Horoskop sehen. Aber was jetzt wieder diese flache Beratung wäre, die man früher viel gemacht hat, ja, kommt jemand zum Astrologen, der Astrologe sagt, jetzt kommt ein großartiger Jupiter-Einfluss über deine Venus oder durch dein Partnerschaftshaus, siebte Haus. Und jetzt wird die große Liebe des Lebens kommen. Aber das ist halt leider nicht immer richtig. Denn wenn jemand 50 Jahre allein geblieben ist und keinen Partner hat, dann muss man zunächst mal als Astrologe fragen oder danach forschen im Horoskop, warum ist der 50 Jahre allein geblieben? Und das ist die Wahrheit. Ja. Und so mache ich auch Beratung. Ich versuche dann zu erforschen, will der überhaupt eine Beratung? Was hat die eine Beziehung? Will der überhaupt eine Beziehung? Und was hat die Beziehung bisher möglicherweise blockiert im Leben? Ja? Also das gemeinsam mit seinem Klienten und dem Horoskop herauszufinden, das finde ich dann sehr spannend. Das zum Thema Liebe und Beziehungen. Geld. Auch immer ein ganz wichtiges Thema. Die Leute wollen immer wissen, wann kommt die Beförderung, wann kommt der nächste große Job und wann kommt vielleicht der Lottogewinn. Sowas hast du bestimmt auch bei dir da in der Beratung. Ja, und das ist natürlich auch, wenn jemand mich fragt nach dem Lottogewinn, dann sage ich natürlich, das ist ist Lottospiel nichts wirklich Seriöses, wenn man sieht, was man da für eine Gewinnchance hat, relativ gesehen. Also die Chance, sich selbst was zu erarbeiten, ist sehr viel größer und sehr viel besser. Außerdem, wenn du die Schicksale der Lottogewinner siehst, die meisten kommen mit dieser Energie nicht zurecht und stürzen total ab. Da gibt es also ganz eigene Untersuchungen drüber. Du weißt ja selber, das zweite Haus mit Geld, das ist auch der Bereich der Selbstverwirklichung und des Selbstwertes. Ja. Und Geld macht auch immer dann Freude, wenn man sich was leisten kann, wenn man sich selber verwirklicht. Also wenn es mit einer Arbeit zusammenhängt, die einem auch irgendwo einen persönlichen Sinn gibt, in irgendeiner Art und Weise. Und da kann man natürlich schon Beratung machen, auch in dieser Hinsicht. Ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema. Du siehst an dem Horoskop, ist er mehr für die Selbstständigkeit ein Mensch geeignet oder mehr für Angestellten-Dasein. Heutzutage wird es auch sehr wichtig, dass man nach Rentenbeginn auch noch arbeitet, um sein Leben zu finanzieren. Also es ist ein Riesenthema. Aber Selbstverwirklichen und Geld verdienen finde ich etwas ganz Wichtiges. Und man kann die Anlage dazu natürlich schon im Horoskop sehen. Ja. Ja. Aber was kann man denn im besten Fall von einer astrologischen Beratung denn erwarten? Denn wir, die die Astrologie ernsthaft betreiben, sind ja nicht irgendwelche Kartenbatscher oder Menschen, die in die Kristallkugel gucken und sagen, und übermorgen wird das und das passieren. Und ich sehe eine tolle, große, mächtige Chance, die in deinem Leben tritt und alles für immer verändert. Du wirst der glücklichste Mensch der Welt sein. So ist es ja nicht. Das heißt, runtergebrochen auf das, was wir gerade nochmal gesprochen haben, was ist das, was ein Mensch im besten Fall von einer astrologischen Beratung erwarten darf? Ja, manchmal kann man natürlich schon sehr tolle Sachen sagen, wenn gerade der Jupiter über die Sonne geht oder ins zehnte Haus und der fragt nach beruflichen Entwicklungen. Da kannst du natürlich schon richtig positiv nochmal das unterstreichen, wenn jemand zu dir kommt.
Aber im Grunde genommen ist es doch so, dass es darum geht, dass wir uns reflektieren, also dass wir auch unsere Probleme, Schwächen, Blockaden erkennen, die ja oft den Erfolg verhindern. Und im besten Fall kann die Astrologie sowas wie das Licht der Erkenntnis sein. Ja? Also auch das Wort kann hier wahnsinnige Kraft entfalten, wie so eine richtige homöopathische Gabe, die man gibt, die gewaltig wirken kann. So kann das einzelne Wort unglaublich viel bewegen in der astrologischen Beratung. Aber es muss halt den Menschen treffen, muss mit seinem Problem verbunden sein. Und der Mensch sollte bereit sein, wenn er in die astrologische Beratung geht, auch sich selber zu reflektieren, sich selber zu erkennen. Ich meine, es kommt auch immer darauf an, mit welchen Erwartungen die Leute in so eine Beratung reingehen. Viele wollen ja auch, dass man dann die kosmische Wetterlage schönredet. Und wenn der Astrologe A es nicht richtig bestellt hat, sozusagen, geht man zu B oder C oder D. Genau. Und bis man die Vorhersage hat, die man sich gewünscht hat. Genau. Also ich setze darauf, dass ich sage den Leuten immer, ich versuche unglaublich realistisch zu sein. Ich bin ein realistischer Astrologe. Ich rede nichts schön, aber ich rede auch nichts schlecht. Und wenn ich schwierige Sachen anspreche, dann gehört es, ich spreche natürlich auch Fähigkeiten an, dann im anderen Zuge, das ist ganz klar. Aber wenn man die Dinge nicht beim Namen bewegt, dann bringt es den Menschen kein bisschen weiter. Und manche Menschen haben dann, wenn sie schon bei vielen Beratungen waren, bei vielen Beratern waren, die ihnen nur Tolles gesagt haben, vom Himmel versprochen haben, die haben dann schon so eine Beratungsmüdigkeit. Und die sind dann, da habe ich schon öfter erlebt, dann sehr dankbar, dass ich sie verstehe in ihrem Leben, weil ich eigentlich das anspreche, so wie es wirklich ist und das nicht schön rede. Und das ist wichtig, dass man das herausfindet, dass man auf diesen Punkt kommt, um dann einen Weg gemeinsam mit dem Klienten zu entwickeln, wie man da rauskommt aus diesen Krisen, die meisten Menschen haben ja auch Krisen, wenn sie zum Astrologen gehen oder viele zumindest. Oder wie findet man den Weg zum persönlichen Erfolg? Da gibt es ja viele Ansätze, aber dafür muss man schon ins Eingemachte gehen. Und viele habe ich inzwischen, kommen inzwischen zu mir, die sind da sehr dankbar dafür, dass ich die Dinge so anspreche. Eine Frage noch. Gibt es dich in 10 Jahren überhaupt noch als Astrologen, wenn wir jetzt so viel KI, künstliche Intelligenz haben, GPT, Chatbots und so weiter? Also gibt es uns denn überhaupt noch? Ah, ich denke schon, ja. Also ich habe schon jetzt Angebot bekommen, an KI-Projekten teilzuhaben, aber ich habe das abgelehnt oder ich mache das nicht, weil ein Astrologe kann glücklicherweise nicht durch die Maschine ersetzt werden. Aber es wird was Essentielles von Astrologen noch stärker herauskommen von der Astrologie und das ist die Intuition. Ja, weil KI kann ja nur rein diesen pragmatischen Intellekt bedienen. Und Intuition ist ja nicht Bauchgefühl, sondern es ist der Draht nach oben. Das ist die blitzartige Erkenntnis, religiös, christlich gesehen, der Heilige Geist, der immer auf einer Erkenntnis beruht. Und für einen Astrologen ist dieses Spüren, diese Intuition auch was sehr Wichtiges. Also, ja. Dieses Beseelen von dem Horoskop und das kann auch durch die weitest entwickelte Maschine nicht ersetzt werden. Michael, unsere Zeit ist schon vorbei. Schade. Also hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Vielleicht sprechen wir auch demnächst mal privat noch mehr. Ja, genau. Das machen Astrologen besonders gerne, sich gegenseitig ihre Radix-Horoskope vorzuzeigen und sagen, was siehst du denn, was siehst du denn gerade hier? Ja. Genau. Mal spannend. Ja, also wie kommt man eigentlich zu dir? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Du machst ja auch noch Sitzungen, du hast ja eine ganze Menge sonst zu tun. Du hast diesen Verlag, du schreibst Bücher, hältst Vorträge. Haben eine Schule, genau. Hast eine Schule, genau. Hast einen eigenen YouTube-Kanal, darf man auch mal sagen, auf dem du regelmäßig berichtest über die Gestirnslage. Aber trotz all dem kann man immer noch bei dir persönlich eine Beratung bekommen, oder? Immer. Gerne, ja. Ja. Also, das war eine wunderschöne Einladung an euch alle. Wenn ihr Lust habt,
Michael Allgäu habt ihr heute gesehen. Toller Typ mit ganz viel Wissen, ganz viel Erfahrung und mit beiden Beinen auf dem Boden, während die Intuition natürlich mit dem Kosmos und den Sternen verbunden ist. Also, Dankeschön. ich sage Tschüss und bis bald auf diesem Gute Planeten Zeit. mal. Danke. Ja, alles klar. Tschüssi. Ciao, ciao.